Soweit zur Einführung in die Programmiersprache Java. Fassen wir noch mal kurz zusammen. Java ist eine objektorientierte Programmiersprache. Das heißt, Programme bestehen immer aus Klassen bzw. Objekten. Und Java hat sich in den letzten Jahren sowohl im Ausbildungsbereich, also als Ausbildungssprache, als auch im industriellen Bereich immer mehr durchgesetzt. Java ist frei verfügbar, kostet also nichts und plattformunabhängig. Das heißt, einmal geschriebene Programme können auf unterschiedlichen Betriebssystemen ausgeführt werden. Das JDK, das Java Developers Kit, umfasst eine umfangreiche Klassenbibliothek, die sehr, sehr nützliche Programme, die man immer mal wieder benötigt, zur Verfügung stellt. Und die Arbeitsweise ist so, dass ein Java-Compiler benutzt werden kann, der ein Quellprogramm in Bytecode übersetzt, sogenannten Bytecode übersetzt, also noch nicht direkt in Maschinencode. Und dieser Bytecode kann dann mit Hilfe von Java Virtual Machines auf entsprechenden Plattformen ausgeführt werden, und zwar interpretativ.